Hallo ihr Lieben, ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit ein Lied gehört, das ich übrigens schon sehr viel häufiger gehört habe. Aber heute ist mir dabei etwas aufgefallen und es hat mir wirklich sehr die Augen geöffnet. Ich habe mir darüber sehr viel Gedanken gemacht, ich habe darüber gebetet und im Grunde gehe ich immer noch damit daran denkend durch den Tag. Es ist das Lied Messias von Miroslav Hrobak. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Und zwar sind es die letzten Zeilen gewesen. Wir enden da, wo Gott beginnt. Wir enden da, wo Gott erst beginnt. Wir enden da, wo Gott erst beginnt. Diese Aussage mal einfach wirken lassen. Was für Gedanken kommen euch? Wir enden da, wo Gott erst beginnt. Ich dachte an das Kreuz. Bei uns ist es das Ende. Bei Gott fängt hier erst alles an. Die Auferstehungskraft und so weiter. Schwierigkeiten und Probleme im Alltag. Wir geben auf. Das ist genau der Punkt, wo Gott kommen würde und uns helfen. Wir müssen dafür sämtliche weltliche Sicherheiten loslassen. Uns von ihm freimachen lassen. Auch von den finanziellen Dingen müssen wir uns da freimachen lassen. Denn in dem Moment, wo wir da sind, wo wir sagen, es geht nicht mehr, ich weiß nicht weiter, was soll ich jetzt tun? In dem Moment ist er da. Wir enden da, wo Gott erst beginnt. Das ist aber nicht einfach so, habe ich mir weiter Gedanken gemacht, dass man ja, mit seinem Geld, solange es da ist, Larifari-mäßig umgeht. Man muss das Geld, das man jetzt zur Verfügung hat, oder ich gehe jetzt mal zu diesem Thema das vertiefe ich jetzt mal. Gut, also wir dürfen, solange wir das haben, nicht einfach das nur zur Freude, zum Vergnügen ausgeben, zum Trinken, zum Party machen, was weiß ich, sondern es muss Hand und Fuß haben. Es muss in sein Reich schon investiert werden. Es muss gewisse Vorbereitungen in sein Reich hineingehend machen. Er hat uns Träume gegeben. Wir haben Sehnsüchte, die ihn mit betreffen, die uns also nicht jetzt ein Auto, ein super tolles Auto vor die Tür stellt oder ich weiß nicht was, sondern die wirklich da hineingehend vorbereiten, was er uns aufs Herz gelegt hat. Also in Richtung Komfortzone verlassen. Und ich denke, wenn wir da rein investieren und dann der Punkt kommt, wo wir denken, und nun? Ich glaube, in dem Moment, in dem Fall, wenn wir so gehandelt haben und so weiter handeln und dann zu Gott kommen, da kommt genau das zum Tragen. Da, wo wir enden, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht mehr weiter können, da beginnt er. Und da greift er auch ein. Und da erleben wir unsere Wunder. Da können wir dann die Wunder erleben, die in der Bibel beschrieben werden, die andere vielleicht erzählen, weil sie so gehandelt haben. Wenn wir uns auf ihn ausrichten, seinen Worten gehorchen und dann an diesen Punkt kommen, dann ist er für uns da. Wir enden da, wo Gott erst beginnt. Wahrscheinlich ist das der Moment, in dem ich da weitergehe, wo Menschen enden, eben da, wo du beginnst. Wahrscheinlich ist dieser Schritt die eigentliche
Taufe. Wahrscheinlich ist das der Moment, in dem ich da weitergehe, wo Menschen enden. Eben da, wo Gott beginnt. Und wahrscheinlich ist dieser Schritt die eigentliche Taufe. Denkt mal darüber nach. Ich schaue mal, ob ich euch den Link einstellen kann von dem Link, von dem Lied. Ansonsten Messias Miroslav Grobak heißt er, glaube ich, ist auf YouTube. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.